ein Detail beim Sicherheitsabstieg. Hi, liebe Leute, ihr kennt das. Man ist unsicher, hat eine Steilstufe. Ja, und wenn man dann absteigen will, weil man doch abbricht, dann sollte man nach hinten absteigen. Das ist der sogenannte Sicherheitsabstieg. Boah, die Stelle ist mir schon fast zu gefährlich. Wenn jetzt jemand da reinfährt und vielleicht so nach vorne absteigt, kann das schnell zu einem Überschlag führen. Boah, das ist schon grenzwertig. Deswegen jetzt ein paar kleine Nuancen zum Sicherheitsabstieg. Ihr kennt das aus anderen Videos oder Kursen. Und ich möchte ein Detail betonen und wir gucken uns das genauer an. Ein Detail beim Sicherheitsabstieg, was ich heute mal mit euch genauer angucken will, weil das bei Fahrtechnikkursen oder Videos manchmal ein bisschen verschieden betont wird. Ihr seht, die Kurbeln waren jetzt beim Abstieg waagerecht geblieben. Das hat folgenden Zweck: Wenn man jetzt quasi das nicht machen würde und ein Pedal geht runter, da kann es aber passieren, dass man auf dicken Steinen, dicken Wurzeln im technischen Gelände vielleicht aufkommt. Gerade bei den modernen, tiefen Tretlagern. Und da hat man oft nicht viel Platz. Das kann auch wirklich gefährlich sein. Ja, und deswegen gibt es auch noch die andere Variante. Also beide sind okay. Man muss gucken, wo man halt den Fokus drauf setzt. Ich möchte euch nur erklären, wie das zustande kommt. Wenn man jetzt quasi den Abstieg macht und man nimmt den vorderen Fuß zuerst runter, dann geht eine Pedal runter. Das ganze Gewicht ist auf dem Pedal. Genau. Das kann bei den ersten Versuchen so sein. Und wie gesagt, das ist auch keine falsche Technik. Aber im sehr ausgesetzten, verblockten Gelände kommt man schnell auf. Deswegen gibt es jetzt noch die Variante, dass man hingeht und sagt, man kommt komplett zum Stand und man steigt mit dem hinteren Fuß zuerst auf, hat am vorderen Fuß dann so einen Gegendruck, den man spürt mit der Kette. Beide Bremsen sind natürlich ganz gezogen. Ja, und dann bleiben die Kurbeln auf einer Höhe, könnt ihr hier gut erkennen, und man droht nicht irgendwo aufzuklippen. Schreibt mal in die Kommentare, wie habt ihr das in einem Fahrtechnikkurs, wenn ihr mal mitgemacht habt, in einem Basic-Kurs gelernt oder in Videos, war das dann erstmal egal, ob jetzt das Pedal auf die Kurbel runtergeht. Oder wurde das von Anfang an auch so gelehrt, dass man mit dem hinteren Fuß zuerst absteigt, dass die Kurbeln waagerecht bleiben? Jetzt ein bisschen der Punkt, vielleicht hängt es auch einfach vom Level und vom Individuum ab. Jemand, der ein gutes Bewegungsgefühl und Vorerfahrung hat, der kann das aufnehmen und sagen, okay, ich mache es mal bewusst. Manche haben es aber auch so, dass sie sagen, hey, ich steige immer mit dem rechten Fuß zuerst beim Fahrradfahren ab. Und jetzt habe ich aber meinen linken Fuß hinten und mit dem jetzt zuerst abzusteigen geht gar nicht. Das heißt, da müsste erstmal sehr viel umtrainiert werden. Dann merkt man natürlich, für so eine Person ist das erstmal ein bisschen too much. Der allgemeine Punkt bei dem ganzen Thema, das kennt ihr aber von mir, den kleinen Lifehack, ist natürlich, die Leute üben das nur mal im Fahrtechnikkurs und haben das nicht automatisiert. Die haben den sogenannten Ampelabstieg automatisiert, wenn sie dann so Panik kriegen, oh mein Gott, wie bei einer roten Ampel, kommt dann die Hüfte zwischen Lenker und Sattel, super gefährlich. Deswegen, egal mit welcher Technik, mit welchem Fuß ihr zuerst absteigt, ihr braucht eine hohe Wiederholungsfrequenz und deswegen rate ich euch, wenn ihr das noch gar nicht automatisiert habt und nicht bei Fail-Friday-Video landen wollt, steigt eine Zeit lang immer nach hinten ab. Das geht sogar mit hohem Sattel, habe ich gerade mal gezeigt. Fühlt sich ein bisschen komisch an, aber wichtig ist, dass euer Gehirn das automatisiert. Abstieg heißt nach hinten und im worst case kann man sogar das Fahrrad von sich lösen. Und wichtig ist, dass man nicht sich überschlagen kann. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu denkt, wie ihr das gelernt habt in Kursen. Ich bin mal ganz gespannt. Und sonst, wenn ihr es noch nicht kennt, probiert mal die Variante mit dem hinteren Fuß zuerst, die Bremse ganz zu, Kurbeln bleiben waagerecht. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.